Sie sind hier, 28. Dezember 2018, Update um 17.30 Uhr, von Sportinformationsdienst Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Der Slowen Clemen Kosi wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert, Urheberrecht Picture Alliance. Update auf einer eisigen Stelvio-Piste in Bormio, Sieg Dominik Paris vor Christoph Innerhofer. Ein schwerer Sturz überschattet den Wettbewerb. Skirennläufer Dominik Paris aus Italien hat zum dritten Mal die Weltcup-Abfahrt in Bormio gewonnen. Auf der anspruchsvollen, diesmal zudem sehr eisigen Piste Stelvio siegte er vor seinem Mannschaftskollegen Christoph Innerhofer, 0,36 Sekunden, Rang 3 belegte Weltmeister Beatfoitz aus der Schweiz, 0,52. Als bester Deutscher fuhr Josef Ferstl, 1,63, auf Rang 11. Dominik Schweiger erreichte als respektabler 19. das beste Abfahrtsresultat seiner Karriere, Manuel Schmidt als ebenfalls starker 21. sein drittbestes. Andreas Sander enttäuschte dagegen als 35. Paris feierte seinen 10. Sieg im Weltcup. In Bormio war er zuvor schon 2012 zeitgleich mit Hannes Reichelt Österreich und 2017 erfolgreich gewesen. Kosi stürzte schwer. Wegen eines furchterregenden Sturzes des Slowen Clemen Kosi musste das Rennen nach 35 Startern zunächst unterbrochen werden. Kosi durchbrach nach seinem Sturz die Fangzäune am Rand der Strecke und blieb zunächst regungslos liegen. Nachdem er behandelt wurde, konnte er sich aufrichten und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus geflogen. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Von Sportinformationsdienst Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.